Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Minecraft Eons vom Twitch Launcher. Das Modpack hat es in sich. Wir haben ja komplett neue Werkzeuge. Wir müssen alles herausfinden. Haben oben links eine Temperaturanzeige, genau, und eine Difficulty-Anzeige. Dann müssen wir ortsabhängig meinen und es gibt starke Monster. Ja, das hat Sinn, sich das Modpack. Wir sind hier leider in einem Dschungel. Ja, geht eigentlich. Nicht ganz so schlimm. Aber wir müssen jetzt zuerst mal andersartig an Werkzeuge kommen. Und deshalb müssen wir hier mal ein paar Sticks holen aus den Blättern. Die auch ein bisschen wackeln, also einfach nicht nachkommen, dass sie abgebaut werden. Dann aus dem Gräbel müssen wir, machen wir mal die Sachen hier weg, die Feuersteine haben und die Gegner einen harten Block schlagen. Und wir müssen noch das Gras ernten, um Ding zu kommen. Da gibt es leider einen schwarzen Ding, deswegen Optifine, aber sonst geht es nicht flüssig. Das ist einfach, weil Optifine die das Ding nicht machen kann, dass man verschwommene Sicht hat, wenn man unter Wasser geht und wieder auftaucht. Deshalb ist kurz schwarz. So, ich drücke mal auf Punkt. Okay. Da haben wir nämlich Quests. Wir müssen Questbook haben wir. Holzschiff Adventure Info. Autoclaims. Okay. Da hat es verschiedene Sachen geschrieben. Okay, da bin ich jetzt nämlich das erste Mal drin, weil ich das nicht wusste. Animalia Iron Age. Best Friends Forever. Day and Survival. Ja, wir müssen ein Crafting Table machen, einen bestimmten, aus einem Holzblock, glaube ich, oder so. Okay, wir haben einen Feuerstein. Wir holen jetzt mal Gras. Die Fieber hier, die brauchen wir. So. Okay, sehr gut. Die müssen wir so dreiteilig craften, damit Plant-Twine rauskommen. So. Dann müssen wir noch ein paar Feuersteine haben. Also nochmal abbauen. So, da ist schon eine rausgekommen. Gut. Und, ja. Ah ja, die Tage sind länger. Ich glaube, 16 Stunden Tag und 8 Stunden Nacht. Das ist mehr als 10 Stunden Tag und 10 Stunden Nacht. Ist auch ein bisschen besser natürlich. So. Aber wir dürfen nicht mehr schlafen. Es geht nicht mehr. Also man überspringt beim Schlafen nicht mehr die Nacht. Das macht alles natürlich wieder schwieriger. Aber gut, nicht so schwierig. Leider brauchen wir noch einen mehr. Noch ein bisschen mehr. Okay, einen haben wir mal wieder. Ja, die Chance ist immer noch so klein, um Feuersteine zu bekommen, hä? Okay, der ist weggesprungen. So, dann müssen wir gegen einen harten Stein oder ja irgendwas die kloppen. Und zwar, ja, einen ist schon weg. Und auf der rechten Seite, also auf der Null-Taste, er hat dann schon die kleinen. Aber die Chance ist wahrscheinlich gering oder einfach weniger oft. So. Dann haben wir die auch und jetzt müssen wir das Plantfieber noch reintun und den Stock oder das hier oben, um einen Flint-Hatchet zu machen. Ein anderer geht noch nicht. Der ist jetzt nur zum Holzfällen da. Sonst hat er, glaube ich, gar keine Wirkung oder so. Okay, mal Holzfällen, damit wir ein Crafting-Table jetzt machen können. Wir müssen nämlich ein bisschen spurten. Ich glaube, den müssen wir zusammenkräften, genau. So. Sehr interessant irgendwie, ich mag das. Okay, jetzt geht's.
Jetzt müssen wir noch ein Plantfieber haben. Oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich bin nicht mehr sicher, wie das Crafting-Rezept geht. Aber mal schauen. Also haben wir nochmal einen. Und machen wir mal den so hin. Nicht so. Okay, wir müssen schauen. Machen wir mal das auf. Wir brauchen das Workblade. Oh, wir haben kein Ding mehr. Wir müssen jetzt noch mal ein paar setzen. Hä? So. Haben wir den noch mal ab. Haben wir schon einen. Sehr gut. Also, müssen wir den hier hinlegen und den hier. Oder so. Ah, brauchen wir noch mehr Flint. Okay, das ist ein bisschen schwieriger zum Verstehen. Ja. Wir brauchen noch mehr Flint. Schade. Das geht natürlich nicht so schnell, hä? Aber eben, wir haben längere Tag. Wir schaffen das noch. Wir müssen auch an Essen kommen und allen. So. Komm jetzt nochmal ein Flint, bitte. Ach, diese Chance ist so gering. Oh, da haben wir Haie. Und ich glaube, Wächter gibt es auch im Wasser, also nicht zu nah ins Wasser gehen. Und falls es bei euch nicht flüssig geht oder die Welt nicht generiert, also nicht ihr in die Welt kommt, zuerst mal bei Optifine. Also Optifine müsst ihr installieren, alles andere nicht einstellen, nicht in Ding mehr machen. Okay, okay, okay. Okay, ein Gravel haben wir verloren. Also nicht die RAM höher stellen oder so und Sachen, das stürzt das Spiel einfach ab. Ihr müsst einfach das Spiel runterladen, dann neu, wenn es abstürzt. Also alles wegmachen, das Profil wegmachen und nochmal neu runterladen. Optifine installieren und dann sonst nichts. Alles andere stürzt ab, leider. Jeder Mod stürzt ab. Wieso komme ich jetzt wieder nicht wieder rauf? So. Wie war das jetzt schon wieder? Ah, mit dem Flint Hatchet. Ah, mit dem Kloppen. Lol, jetzt habe ich gerade ein bisschen komisch gedacht. So. Sehr gut. Also, machen wir das noch. Blindfarbe. Und einen Stock. Sehr gut. Das ist natürlich wichtig. Jetzt müssen wir das irgendwie abbauen. Okay. Jetzt gehen wir mal wohin, wo wir ein bisschen sicherer sind. Jetzt haben wir natürlich den Hatchet. Damit kann man, glaube ich, Stein abbauen. Gehen wir also irgendwo hin, wo wir uns reinbuddeln können. Wir hier drüben. Oh, jetzt sind wir runtergefallen. Ja, Blue gibt es leider auch. Bin ich nicht so erfreut darüber natürlich. Weil die meisten Minecrafter natürlich jünger sind. Aber ihr werdet dann merken, es gibt viele Sachen, die... das ist wahrscheinlich ein erwachsener YouTuber. Und wenn es euch stört, halt eben... Ja. Ich kann nicht dafür, dass ein Modpack... Ich kann es nicht rausnehmen, sonst ladet es das Modpack nicht und alles Mögliche. Nein, es ist eigentlich nicht so schlimm. Okay, es geht doch nicht. Was macht man mit dem? Es ist einfach ein Crafting-Tool. Okay. Legen wir mal nochmal da hin. Drücken nochmal auf Punkt. Und ja, beim Bett funktioniert. Ah, Planks machen wir daraus. Hä? Eine Handsäge brauchen wir noch. Okay. Komm jetzt bitte. Nicht backen. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie etwas herstellen können. Mit dem Oak Bark. Okay, haben wir wieder das falsche Werkzeug hergestellt. Ich dachte, das wär's. Hä? Ja, es überfordert mich schon fast ein bisschen. Steht es nicht drin, was man mit dem macht? Eben? Ich dachte, damit macht man Sticks und so. Okay, mit dem macht man einfach Sticks. Und aus dem Setzling macht man den Stock. Okay, mit dem kann man einfach alles umkraften. Ja.
Das ist eigentlich das, was ich im Testpart einstellen wollte, aber wir müssen nochmal etwas craften. Dafür brauchen wir das Crafting-Rezept. Leider finde ich das gerade nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Mod heißt. Okay. Komisch. Da ist es auch nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Ich weiß nicht, wie man eine Säge. Ich drücke mal Sau. Ja. Wir müssen die Säge herstellen, leider. Okay, 2 Flaked Flints. Okay. Da brauchen wir nur noch ein bisschen Fieber. Und noch kurz die kleinen Flints herstellen. Gut. Ja, jetzt haben wir das. Nein, wir haben noch einen zu wenig. Da drüben haben wir noch ein bisschen. Schade, dass es immer wieder dunkel wird, aber ohne Optifine kannst du das Spiel nicht spielen. Es leckt die ganze Zeit, wenn irgendwas generiert wird und ja, die Grafik ist auch nicht so schön. Ich weiß nicht, wieso Twitch Launcher das nicht drin hat. Also vor allem das Modpack. Okay, jetzt nochmal schauen. Gut. Ah, wir brauchen nur einen. Ah, das ist so hart zu machen, um mal dran zu denken, ja. Wieso geht dieser blöde Craftbench-Ding nicht? Das ist ja nicht normal. Okay, was brauchen wir denn noch? Aha, einfach hier rüber. So. Jetzt haben wir immerhin das Richtige gemacht. So. Nehmen wir das noch raus. Und jetzt müssen wir die Planks... Ach, komm nochmal. Okay, wie geht es jetzt? Okay, so. Immerhin das schon mal. Eine Kiste geht. Ja. Wir müssen aber jetzt eine Spitzhacke machen. Geht auch nicht. Okay, schauen wir nochmal ins Craftbook. Wir haben jetzt das. Jetzt haben wir. Ah, jetzt können wir claimen. Eine Loot Chest haben wir jetzt. Hier können wir auch claimen. Haben wir Knochen jetzt und 5 Eichenholz claimen. Sehr gut. Wie gehen wir jetzt weiter? More Sticks machen. Also wir müssen 64 Stöcke machen. Dazu müssen wir jetzt das Holz mit der Axt, glaube ich, craften. Ja. Müssen aber noch mehr haben. Ah doch, jetzt geht's. Wir öffnen mal die Loot Chest. Wir haben einen Walnussbaumsetzling. Okay. Und jetzt? Okay, einfach ESC drücken. ESC drücken und nochmal kurz alles so ausrüsten. Jetzt nochmal reinschauen. Das hat schon in sich. Okay, wir müssen doch noch mehr machen natürlich. Deshalb fällen wir noch das mal mit der Hatchet. Okay, diesmal haben wir nur Bark bekommen. Oder müssen wir das mit dem Blade machen? Okay, da bekommt man das Sticks. Wahrscheinlich einfach zufällig. Okay, ja. So, hier auch noch. Jetzt langsam wird es dunkel und wir sind noch nicht so weit. Ja, es ist eben echt schwer. Viel zu schwer eigentlich für einen Neueinsteiger und solchen Sachen. Aber gut, ich werde geholfen. Ich hoffe auch von ein paar anderen und einfach ein bisschen besser, weil sonst kommen wir dann nur schleppend voran. Wir müssen immer alles ausprobieren. Aber ja, ich mache es lieber als Let's Play, weil als ja, als Livestream sehen es nicht alle sofort und alles Mögliche.
Dankeschön, Zombie, dass du besiegt worden bist. Also dieser Animationsmod ist wahrscheinlich drin. So. Okay. Die Hand vom Zombie. Okay. Also müssen wir nochmal die Säge, glaube ich. Oder nein? Die Hatchet was. Hä? So. Fertig. Dann nochmal abholen. Okay. More Fiber. Ja, da müssen wir jetzt das irgendwie anders herstellen. Jetzt müssen wir schauen, wie das gecraftet wird. Sonst sind wir lange dran. Was haben wir übrigens bekommen? Eine Loot Chest. Knochen. Können wir aus Knochen Fiber bekommen? Also mal, den geht nicht. Knochenmehl. Uiuiui. Die Doggies mache ich dann raus, wenn ich sie auch heilen kann, sonst sterben die. Apfel wenigstens. Ja, wie macht man jetzt Fiber? Wir müssen mal schauen. Tintbundle. Ja, man sieht es jetzt hier nicht direkt. Ein Firebow. Okay, wo sehen wir das? Ah, da haben wir noch etwas anderes. Drying Rack, okay. Flint Scheren. Vielleicht mit einer Schere. Hier steht leider nicht, also. Wir können hier nochmal klicken und irgendwie schauen. Nee, leider nicht. Ist schwer. Okay. Dann müssen wir leider noch mal ein bisschen farmen. Uiuiui. Die Quests sind schon echt anspruchsvoll. Weil es wird nicht erklärt. Und wir haben da auch nicht gerade alles im Blick. Aber okay. Das macht sich ja aus. Also ich bin froh, dass ich so ein Modpack gefunden habe, wo ich auch mal ein bisschen denken muss. Nicht alles genau gleich ist wie in Vanilla. Und ja. So, ich möchte gerne noch etwas ankündigen, falls ihr es seht, ist ja gut. Wir haben nämlich vor, jetzt wieder einen Vanilla-Server zu machen, wirklich Vanilla. Wir warten jetzt noch auf 1.13. Und ja, werden dann natürlich wieder einen großen Rollenspiel-Server machen, mal planen mit allen Kollegen. Also alle, die aktiv sind, auch ein bisschen reden zu noch und die ich schon kenne. Jo, also ihr dürft gerne mal im Livestream dabei sein oder auch in den Videos etwas schreiben, etwas helfen. Dann kommt ihr natürlich auch auf den Server, weil es wird lange dauern, bis wir dann Plugins haben. Und eventuell gehen die Plugins dann auch nie auf 1.13. Auf 1.12 ging es auch nie mit dem Sponge-Plugin, also Ding, oder? Irgendwie haben die da irgendwie alles ein bisschen komisch gemacht. So. Auf jeden Fall werde ich dann natürlich wie auf Wallonia wieder richtig viel Rollenspiel machen mit euch und so weiter. So. 16. Okay. Mal kurz schauen. Ja, wir müssen nur die haben. Okay, Mist. Best Friends Forever. Button Food, also das machen wir noch nicht. Iron Age, ja, müssen wir fischen, hä? Adventured Fishing. Basic Fishing Route. Fish Track, Fish Bucket, Knife. Ein Knife wahrscheinlich, um die Fische zu töten. Oh, das ist schwer zum Herstellen. Basic Fisher Rod. So. Ja, Eisen, das geht noch nicht. Okay. So. Dann müssen wir irgendwo langsam in eine Höhle gehen oder so und zumachen. Noch ein bisschen Gravel mitnehmen, sonst haben wir dann no way. Eine Situation, die nicht mehr geht, hä? Dass es nicht mehr weitergeht.
So. Ja, leider ist wieder noch ein bisschen Grashorn. Okay, hier haben wir eine Höhle scheinbar. Müssen wir einfach zumachen, noch ein bisschen Gravel abbauen. Machen wir das mal hier. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob ich das überlebe hier im Dschungel. Das ist gerade biommäßig, hatte richtig viele Schattenplätze. So, können wir hier kurz ein bisschen rein? Okay, da ist schon ein Spinnenzombie, eine neue Kreatur. Ich habe es ein bisschen rausgelockt, aber es brennt nicht so gut. Ja, genau, greif doch noch schneller an und. Hä, was ist denn das für ein Vieh? Ja, toll! Wahnsinnig toll! Wieso bin ich jetzt oben gespawnt? Oh, jetzt leckt's noch. Okay, gut. Wahnsinn! Kann ich doch nichts machen! Ah, lieber Modpack-Entwickler, nicht so etwas machen. Das ist doch nur. Das ist doch unfair. Ich habe doch einen besiegt. Ein Test. Also nicht im Video, was ich gemacht habe, sondern das davor. Ah, Mist. Wir kommen jetzt nicht da drüber. Also mit dem Fiber noch nehmen. Aber nur durchlaufen. Was soll man machen? Der hat einen Rage-Angriff, der hat extreme Attack-Speed, alles. Alles. Der hat einfach alles. Wie ein Ender-Dragon. Okay, in die falsche Seite, ein bisschen weiter in die Richtung. Ach Mist, hey. Die spawnen so oft. Die spawnen extrem oft. Ach Mist. Aber das schaffen wir schon. Ich hoffe, der ist despawned. Wir sind auch ein bisschen weiter weggegangen, damit der despawnen kann. Okay. Ich hoffe, wir haben bald genug Fibers. So, bitte kein Monster mehr hier. Gut, er ist weg. Oder vielleicht nicht ganz. Ja, sicher. Genau. Macht noch ein Blöder diesen Smogpack, ey. Er kommt hier nicht rein. Hier bin ich alleine. Man sieht leider nicht so viel. Gut. Ja, wir müssen halt aufpassen, extrem und allem. Es geht schon wieder nicht. Okay, jetzt. Also, was machen wir jetzt? Ein Schwert oder so etwas. Irgendwie etwas, damit wir uns wehren können. Ja, es gibt gar nichts mit Schwert. Es gibt nur hier Crystal Sword. Und wie herstellen wir das? Es steht nicht mal, wie man das herstellt. Na gut. Ich bin auf Rich. Okay, wir haben 40 Plantfiber. Wir haben ja vielleicht einen Doggy rausholen, um gegen den Klon zu kämpfen, aber es wird Nacht. Und die Zombies, die nerven ein bisschen hier. Na gut. Equipment. Hallo, nicht buggen. Okay, ne? Einen Ofen. Steine herstellen. Flint Pickaxe. Genau das ist das, was ich herstellen wollte. Eine Flint Pickaxe. Ja, wir haben es schon. Okay. Ja, das können wir vielleicht herstellen. Oh, dieses Geräusch gerade. Ja. Aber habt ihr gesehen, diesen Spinnenzombie, wie der mich entdeckt hat, obwohl ich schon weglief von allem her?
Das wird noch gefährlich werden. Auf jeden Fall. Hallo, kommt jetzt kein Gravel mehr raus? Kein Ding mehr, Flintstone. Oh ja. Wenn wir die Pickaxe haben, dann können wir auch die Monster mal ein bisschen von oben angreifen oder so. Skelette gibt es, glaube ich, nicht. Das habe ich noch keinen entdeckt. Vielleicht später dann in einem anderen Biom oder so. Okay, ein mehr haben wir mal. Ja, das reicht eigentlich. Wir müssen richtig hart, also lange drauf bleiben. Okay, nein, nicht reintun. Hä, wieso? Ist hier vorne ein Fach? Scheinbar schon. Wir müssen oben klicken, okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Also, nochmal kurz schauen. Wir haben nur drei? Wie geht denn das? Wir haben zwei gekloppt. Okay. Vielleicht ist noch eine drin hier. Irgendwie nicht. Also wir bekommen wahrscheinlich nicht immer so viel übel. So. Ein Stick. Noch ein Stick. Ja. So. Okay. Jetzt können wir da abbauen. Die sind irgendwo in der Nähe von hier. Leider haben wir keine Kohle. Ja, ich glaube, das ist nicht so gut, wenn jetzt hier Zombies spawnen oder so. Ich weiß jetzt wirklich nicht, in welche Richtung es ist. Vielleicht an der Oberfläche. Minimap, sagst du irgendwas? Die Minimap ist sowas von nicht sichtbar alles. Es ist oberhalb, also müssen wir die gar nicht suchen. Hier unten. Machen wir hier wieder zu. Ah, dann muss ich im Gravel. Oh, die sehen so gleich aus. Okay. Was noch machen jetzt? Mit dem Stein können wir was jetzt machen? Ja, natürlich die normalen Vanilla-Sachen. Einen Ofen können wir herstellen. Aber etwas Neues. Was ist denn das? Green Portuguese Pavement. Yellow Portuguese Pavement. Okay. Was ist das? Road of the Depths. Das heißt vom Botania. Okay. Ja. Dann dürfen wir gerne im diesem Part ein paar Hilfe geben. Ah, so macht man also normalen Stein wahrscheinlich, so einfach Common Stone. Aber was hilft das? Okay, wir haben aber eine Quest gelöst. Und zwar müssen wir jetzt einen Ofen noch herstellen. So, sehr gut. Jetzt claimen. Und jetzt haben wir die Auswahl zwischen Torches, ein Fireball. Also ein Fireball ist wahrscheinlich so ein Feuerherstellungsgerät. Und Tilt-Torch und Lit-Torch. Ein Unlit-Torch machen wir aus Charcoal. Okay, das wird natürlich wieder schwer. Und den Fireball machen wir aus okay, das ist leicht. Also, wie eigentlich eine Angel? Genau. Haben wir denn schon mal? Machen wir hier mal die Ding. Damit können wir also Feuer machen scheinbar, aber nicht so direkt. Oder vielleicht müssen wir draufbleiben.
Okay, wahrscheinlich draufbleiben und dann loslassen. Ja, wie wir jetzt an Charcoal kommen. Okay, wir haben noch ein bisschen. Den Ofen mal platzieren. So, dann haben wir auch ein bisschen Feuer. Gut. Geht es nicht? Wie kommen wir denn an Charcoal außer mit dem? Okay, wir haben eine bekommen natürlich. Okay, das geht schon mal. Unit Torch, sehr gut. Aber wenn wir das nicht mehr bekommen oder verschleißen oder verlieren, dann kommen wir nicht mehr weit. Das ist völlig, völlig blöd gemacht, aber gut. Das ist ja nur so eine Kritik. ja, dann können wir nämlich hier auch noch claimen. Eine Loot Chest nochmal. Und Charcoal Pit. Holzstoß, Ton, Holzkohle, Asche. Die Wood Piles ist wahrscheinlich der Holzstoß. Surrounded with Clay. Was? Ringsum? Okay, müssen wir zuerst den Ton unten machen, dann den Holzstoß in die Mitte, oberhalb. Und eins offen lassen, also eins in jede Richtung. Dann muss ich den Holzstoß anzünden und wieder zumachen mit Clay und dann warten. Okay, dann müssen wir dann am Tag machen. Ich bedanke mich fürs Schauen. Im ersten Part, und der zweite Part kommt dann morgen. Ich hoffe, das geht auch relativ gut. Okay, wir werden aber das Biom wahrscheinlich verlassen müssen. Bis dann. Tschüss.